Für werdende Eltern ist es die Frage: Werden meine Kinder gesund sein? Und die Antwort steht oft hier, in unseren Genen. Aus ihnen Erbkrankheiten und Gendefekte herauszulesen, ist das Ziel medizinischer Diagnostik und weltweiter Forschung. Gängigste Methoden bisher sind die Fruchtwasseruntersuchungen bzw. Chorionzottenbiopsie an Schwangeren. Wie hier im Universitätsspital in Basel müssen dafür intensive Beratungsgespräche geführt werden. Denn es gibt Risiken. Das Risiko von invasiven Eingriffen sind Blutungen, Wehen, Entzündungen, Blasensprung, Frühfehlgeburt, bedingt durch die Manipulation im Mutterleib. Und wie oft kommen die vor? 0,5 bis 1% ist etwas, das, etwa das Risiko, das sie in randomisierten Studien haben. Und möglicherweise durch verbesserte Techniken heute eher 0,5 als 1%. Also einfach war der anscheinend nicht, weil man stellt sich die Frage, wie verkrafte ich das, falls ich ein gesundes Kind verlieren würde? Oder was werde ich im Endeffekt tun, falls das Kind krank sein wird? Also das ist schon, habe ich als belastend empfunden. Ein doppeltes Dilemma, vor dem viele werdende Mütter stehen. Erspare ich dem ungeborenen Kind den Stress eines Eingriffes, bei dem mithilfe einer Nadel Fruchtwasser entnommen wird? Oder nehme ich das Risiko in Kauf, ein durch genetische Defekte schwer behindertes Kind auszutragen? Letzteres bleibt eine Gewissensentscheidung. Ersteres könnte allerdings schon bald aufgrund des medizinischen Fortschritts vielen Schwangeren erspart werden. Der Pränatalmediziner Sinue Hahn ist einer der führenden europäischen Experten, der auf der Suche nach alternativen Untersuchungsmethoden ist. Insbesondere neue Sequenziertechniken, mit denen man die DNA analysiert, eröffnen inzwischen ganz neue Möglichkeiten. Wie das Erkennen von Erbkrankheiten aus dem mütterlichen Blut. Auf diesem Gebiet ist es jetzt neulich gezeigt worden, dass man auch einerseits die Chromosomstörungen, heißt eine Trisomie, nachweisen kann, aber auch, dass das ganze fetale Genom vorhanden ist im mütterlichen Blut. Und das hat natürlich Konsequenzen für, wie wir in Zukunft die invasive Diagnostik noch durchführen werden oder ob es überhaupt noch stattfinden wird. Soll heißen, theoretisch reicht eine schlichte Blutprobe, um nicht nur einzelne Erbkrankheiten auszuschließen, sondern das gesamte Erbgut des Kindes sichtbar zu machen. Dabei nutzen die Forscher ein Phänomen, das schon der Pathologe Christian Georg Schmorl im 19. Jahrhundert beschrieben hat. Er erkannte, dass Zellreste des Fötus über die Blutbahn der Mutter entsorgt werden. Heute nun ist klar, diese Zellreste verraten mehr. Es stellt sich aber die Frage, was wollen wir noch alles über unseren ungeborenen Nachwuchs wissen? Und wann wollen wir es wissen? Viele Erbkrankheiten sind versteckt im rezessiven Erbgut der Eltern. Unzählige Risikofaktoren, die in jedem Partner vorhanden sind und nur unter ganz bestimmten Umständen das Erbgut des späteren Nachwuchses schädigen. Hier am Max-Planck-Institut in Berlin arbeitet die Zunft der Molekulargenetiker an Entwicklungen, die vor kurzem noch wie Science-Fiction klangen. Hans-Hilger Ruppers weiß von Kollegen in den USA, die inzwischen sogar einen ersten Universal-Gentest entwickelt haben. Gehen China nicht verloren. Wir wollen eben einen Test haben, mit dem man möglichst alle diese Risikofaktoren in einem einzigen Experiment erfassen kann. Um einen solchen Test handelt es sich bei dem Kollegen aus den USA. Der hat also einen Test entwickelt, mit dem man mithilfe dieser neuen Sequenziermethoden immerhin 500 schwere Krankheiten des Kindesalters eben diagnostizieren kann. Er verkauft das, und das, deshalb hat es so viel Aufsehen erregt, er verkauft das unter dem Gesichtspunkt, dass dieser Test auch dazu taucht, eben die Eltern, die Überträger sind, gesunde Eltern, die Überträger dieser Krankheit sind, eben schon zu erkennen. So bekommt Familienplanung eine ganz neue Dimension. Partner schauen in ihr Erbgut und entscheiden erst dann, ob sie zusammen Kinder wollen oder nicht. Während Politik und Gesellschaft über das Für und Wider der PID diskutieren, findet in den Laboren rund um den Erdball eine technologische Revolution statt. Ob Molekulargenetiker oder Pränatalmediziner, beide sind überzeugt, dass hierzulande gerade über das Gestern diskutiert wird. Sie stellen sich aber auch die Frage, wie viel Wissen tut uns gut? Es gibt das Recht auf Wissen und es gibt das Recht auf Nichtwissen, wie Sie wissen. Aber die Leute, die sich untersuchen lassen wollen und die diese Risiken ausschließen wollen,
die müssen die Möglichkeit dazu haben und die müssen nicht gezwungen sein, ins Ausland zu gehen. Was die Menge an Daten betrifft, da müssen wir uns wirklich verfragen, wie viel wollen wir überhaupt wissen? Denn es ist ein, auf Englisch gesagt, ein Deluge, also fast wie ein Tsunami. Und da muss man wirklich fast sagen, dass es kann zu viel des Guten sein. Am Ende wird es ein Abwägungsprozess sein, den jeder mit sich selbst ausmachen muss. Nicht anders, als es heute schon ist, wenn es um die riskanten, invasiven Eingriffe geht. Ich bin in einem Alter schwanger geworden, wo die Risiken, ein krankes Kind zu bekommen, sehr hoch sind. Und das habe ich als große Belastung empfunden. Und insofern ist dieser Eingriff für mich auch eine große Entlastung geworden, weil ich jetzt weiß, das Kind wird gesund sein. Und ich denke mir, das wirkt sich positiv auf mich und hoffentlich auch auf die Schwangerschaft aus. In unseren Genen steht ein Großteil unserer Zukunft. Kein Buch mit 7 Siegeln, aber auch keines, in dem man ohne vorher nachzudenken lesen sollte.